Gut, wir spielen heute Lego Star Wars Zurück in die Zukunft, weil ich bin jetzt schon Han Solo Carbonite, obwohl ich noch nicht im Carbonite-Ding bin. Ups. Bisschen vorweggenommen. Ja, ich bin eigentlich dürfte ich gar nicht hier sein, weil Du, du quest hier also überhaupt nicht her. eigentlich Los, müsste spring ich eigentlich runter. müsste ich hier runter, ne? Ja, also, los. Ja, okay. Schubst dich dich. Warum? Ich kann ganz toll schubsen. Warum schreit? Also N fürs Nest ist ja für alle, die wisst, kann man hier in den Helden schon vielleicht? Wie schubst ich denn? Ich dachte, ich kann Ja, schubsen, nicht ne. gescheit zumindest. Ist ja aus Solo Star Wars Story. Alter, was? Was ist das denn für ein Und AB-Angriff? Junge, what the Also. fuck? Ich Ach hab. so, so schubst ich. Das war's Ui. mit dir. Ist aus Solo Star Wars Story. Da ist die. Geliebte. Nee, nicht die, nee. Die Geliebte ist Kira. Oder Sonst hieß sie fange ich an, Kira? mich zu langweilen. Ich glaube, sie Es gibt hieß sie wirklich Kira. Geliebte? Was weißt du nicht? Von Han Solo, ja. Aber das ist dann alles mit Crimson Dawn und sie hier ist quasi gegen Crimson Dawn. Han Solo hilft an sich Crimson Dawn, bis er dann erfährt, dies und das, blablabla. Also, ja, ihr habt ja, ich weiß nicht, wer alles Solo gesehen hat. Kennt ihr ja. Niemand hat Solo gesehen. Also, das ist so ein Kackfilm, das ist nicht schlimm in den Spoilers. Sei ich ohne ihn gesehen zu haben, aber ich bin ja auch ein Star Wars Fachmann. Ich muss nicht reingeben, zu wissen, dass der Dreck ist. Ja, jedenfalls, wir sind auf Bespin. Ja, stimmt, wir können doch mal sinnvolle Dinge tun. Und machen jetzt sinnvolle Dinge, genau. Ich hätte ja Ah gefragt ja, by the way, gehabt. Lego Star Wars Skywalker soll natürlich nicht Ach zurück in die so, Zukunft. ja. Das weiß gar nicht, das gibt's leider nicht. Lego Star Wars zurück, Ich Lego weiß gar sind zurück. nicht, also in den Kommentaren, ich hätte ja gesagt gehabt mit der Galaxis Disco, falls es euch nervt, schreibt es in Kommentare, ist nicht passiert. Passt. Und ich habe auch aus anderen Quellen schon erfahren, dass man es an sich gar nicht so laut hört. Das höchstens, was vielleicht ein bisschen abfuck sein könnte, ist irgendwann halt diese Lichter überall. Aber wir können sie lassen, so wie wir erstmal noch ein bisschen an. Ich machen sie. Wir machen sie vielleicht irgendwann wieder aus. Keine Ahnung, mal sehen. Genau. Ich bin mir ganz überrascht, ne, dass Stefan mal keinen Ziff spielt. Das ist, glaube ich, die erste Folge. Nee, wer hat doch schon ins Ausdrüten gespielt? Aber hast du da komplett ins Ausdrüten die ganze Folge nur gespielt? Nein, weil ich nicht klettern konnte. Und das wird hier auch passieren. Also wenn ich einen Ja. Klettercharakter brauche, Aber gescheiden, stimmt. dann brauche ich Aber dann hast du den ja. Ziff. Stimmt, dann ist dann aber ja schon die. Ist das die zweite Folge dann? Also. Ist sowas. Naja, du hast die letzten Part hast du, glaube ich, nicht mehr den Ausdrüten gespielt gehabt. Weiß es nicht mehr. Vielleicht habe ich den einzigen Imperator hab ich gespielt. So, ich spiele nur ganz coole Charaktere. Aber bislang war ich nur bei anderen. ja. So, was ist jetzt eigentlich? Eine mysteriöse dritte Möglichkeit. Ja, wie soll ich dir helfen? Das sind zwei Lichter. Oder ich kann da einfach. So, hier muss ich. Ah ja, perfekt, hier muss ich irgendwo gegenschießen. Aber ich kann nicht schießen. Das brauche ich auch schon mal einen Kampf, dann nehme ich Hunter. Bumm. 1 von 4. Das ist 2 von 4. Frage wahrscheinlich ist irgendwo da oder noch 3. Ist das jetzt sehr doof. Ah, da ist nochmal einer. Ja gar Ist nichts. wahrscheinlich auf der anderen Seite auch noch einer. Das überprüfen wir aber zuerst, bevor ich gleich. Motorroller, ja, genau, da ist auch noch einer. Okay. Also. Wenn du nicht durchschießen kannst. Ah, der erste So. Kalk, den ich mir aussuche, ist die Herausforderung. Was mache ich hier? Ach, kann ich hier Zack, bauen? dann renne Ah, ich lol, wieder das macht zurück. auch. Ich brauche einen Charakter. Das ging schnell. Zack. Und zack. Hello, Wind. Und damit haben wir auch schon diese Kiste. So. Wie ihr wahrscheinlich unten auch schon mitbekommen habt, sind irgendwie vorgestern, glaube ich, wenn ihr diesen Part seht, und dann irgendwie in der Woche 4 Tage oder sowas, Vlogs online gekommen. Packt die aus, wenn er es nicht getan hat. Genau. Um mal die ganz tolle YouTube-Jugendsprache zu verwenden. Schaut es euch an, weißt du, das auf gut Deutsch gesagt. Schaut es euch an, sonst gibt's aufs Mal. Und, ja, also schaut gerne da vorbei. Da werdet ihr sehen, dass wir auf jeden Fall, oder das, muss sagen, Stefan, Timo und Mike auf jeden Fall Vlogmeister sind. Also, ne, 1A Vlogs, das ist die höchste Qualität, die ihr da seht. Ja, wie Das auch ist nicht, so. ne? Und jetzt einfach so. Ist verarschen, als ob wir winnen. Ja, als ob sie sich nicht da jetzt hier schwingen kann. Och Mann, Alter, wie. Und nicht Ist mal das super? akrobatisch ist Ist sie, das Alter. super? Ist super Gong bei dir? Ja, das ist bei mir. Ja, was bringt das? Ey, was soll das jetzt? Jetzt geht das genau weg. Meine steht genug herum. Hey!
Ja. Sie muss ich noch lernen, ja. Kann ich eigentlich hier hoch links direkt? Leider nicht. So. Raffiniert repariert. So, jetzt versuchen wir das nochmal. Genau, und wenn ihr irgendwie mehr Vlogs sehen wollt. Dann geht der Felix auch in den Urlaub. Nee, aber dann, keine Ahnung. Passiert vielleicht nochmal was. Ah, mit Z3-PO muss ich da rein. Von wo? Ansonsten gibt es natürlich weiter fleißig Star Wars Content. Weißt du, Stefan, wie sieht's mit dem Dark Souls Content aus? Dark Souls Content, ich meinte Dark Souls Content auch, aber wie sieht's mit Elden Ring Content? Das war eigentlich das Frage. Ja, du wächst den falsch. Du musst mal den untätigen Hurbo fragen. Hat da einer keine Lust aufzunehmen oder wie? Nein, das täuscht. Ist auch nicht der Hauptgrund seit. Ist es auch nicht irgendwie, ist es vielleicht zufälligerweise diese Person, die im Vlog auch schon erwähnt wurde als, ja, eigentlich sind wir doch nur 5. Also, nee, eigentlich sind wir doch nur 4, oder? Nee, 5 fast schon. Ja, der Stelle war da, war ja seit in Berlin ja, wieder zu Five Guys gegangen und dann hatte irgendwie. Ja, genau. Das sind ja auch gemeint, nur 5. Wir waren ja also ursprünglich auch nur 5 und hat. Das Timo gesagt, Timo hat irgendwas über mich dann gesagt, er hat mir Felix noch gesagt, er hat das davor nicht verstehen können. Jedenfalls hat er dann ja noch gesagt, ja, eigentlich sind wir noch 5. So genau. Und dann den lieben Mundi eingeblendet. Ja, das ist ein sehr arrogantes Bild. Wo sind meine Dinge? Stefan, warum schaue ich eigentlich dieses Jump'n'Run hier nicht? Was, du schaust Jump'n'Run nicht? Das ist ja der Traum. Ich springe immer zu kurz oder zu weit hier an diese Stange dran. Weil wer habe ich jetzt? Da guck, ich spiel doch die Kanzel, ist mir egal. Ja, und das war's dann natürlich. Also, ja, ihr habt euch, glaube ich, zu früh gefreut, wenn Stefan gestorben, dass Stefan jetzt immer mal wieder neue Charaktere einfach spielt. Ja, der kann nichts. Der kann nicht mal Hebel drücken, der Hans oder ja, Kalini, dann nimmst du nimmst ihn halt einfach, wenn du umher. Mach doch deinen Doppelsprung, Ahsoka. Wenn du umherläufst und wenn du dann einen anderen Charakter brauchst, nimmst du halt einfach deinen Pelpi. Ja, es ist ja echt anstrengend. Warum? Du musst du einfach nur hier rechts und links, da hast du doch direkt. Ja, und das Game zu spielen ist anstrengend. Das ist für mich. Beim Tibana, ihr seid es wirklich. Was wird das? Hat es gerade zu mir gesagt? So, Stefan, jetzt nochmal. An diesen da hinten komme ich nie dran. Also, einmal habe ich es geschafft und über oben nochmal verkackt gehabt. Ich muss da. Wieso bist du jetzt so schlecht und seit wann? Zack, jetzt nicht wieder dran. Da, Batterie. Muss das wieder rausgehen da? Das ist die Batterie. So. Und jetzt spring einfach daran. Ja, was soll denn das jetzt? Jetzt stehe ich hier drauf. Stefan? Hä, was? Stehe ich hier drauf? Das ist irgendwie nicht so optimal, weil ich eigentlich dran hängen muss. Ich muss für ein Pech spannend. Hab's geschafft. Pech spannend. Ich muss für einen Auftrag irgendwie. Ist ja egal. Warte, bin ich blind? Wo muss ich mit dieser Energiekapsel jetzt hin? Bin ich gerade so blind? Ja, genau. Ja, genau. Hier ist es. Wo ist die andere Batterie, dass ich die gar nicht gesehen habe? Naja, oh, super Kong ist bei mir. Hä? Ich muss mit der Batterie gar nicht. Warum ist der Aufwand, den du gemacht hast, wieder aktiviert für mich? Für uns beide, ja, weil du mir helfen sollst. Ja, nee, aber jetzt habe ich die Energiezelle doch gerade raus. Oh nein, jetzt habe ich sie fallen lassen. Ah, nein! Hä, hey, aber bringt der mir? Nee, muss doch irgendwo Batterie sein. Oder kriege ich die jetzt echt nur durch den Charakter? Nee, Stefan, jetzt. Die Welt ist da oben, oder was? Das ist nicht. Keine Ahnung, was das auf jeden Fall ist. Wo muss ich mit dieser hier hin? Muss ich die da oben irgendwie reinstecken? Ja, hier muss ich sie irgendwo reinstecken. Hey, da, da. Ah, hier muss sie rein. Ach, du hast die! Ja, natürlich habe ich sie. Wow. Das mache aber ich die ganze Zeit. Hallo! Du machst einen anderen Auftrag, du. Hey, ich hab doch die erste Kultstätte. Aber, ja, aber gleich du hast einen anderen gestellt. Auftrag aktiviert. Ey, ich bin der Kanzler, du darfst eigentlich nicht gegen mich gewinnen, habe ich schon mal gesagt. Weil du hast so bist, Arsch. Ja, ich block ab und zu halt auch mal. Ja, aber. Das ist unerwartet, aber du bist willkommen. Kann ich den nicht nehmen? Wir brauchen noch eine Batterie, Stefan. Weiß schon. Zwei Batterien noch. Können wir die einfach wieder nehmen, die anderen beiden da? Ja.
Ich trag dich mal raus. Ja, mach das mal. So, schau mal. Was? Pech. Ah, da oben hängt noch eine Batterie. Voilà. Aber ist da überhaupt was drin? Ja. Das Kabelgestein, wow. Vom Kabelgestein? Nein, da ist eine Batterie drin. Nee, in dem Raum. Ich habe mich gefragt, wofür die eigentlich noch brauchen, aber die brauchen einfach zweimal. Ja, wo ist die andere? Ja, das dürfen wir zu. Dich halt überhaupt nicht gerade. Wir können mal auf der Map schauen, irgendwie hier mal ein bisschen. Aber ich sehe jetzt hier noch nichts mit Dings, also können wir irgendwas hier. Wir haben nur hier nichts erkundet, ne? Irgendwo wird nochmal so ein Einstiegobjektteil sein. Ich spring mal hier runter, vielleicht ist hier unten irgendwas. Ich schau mal bei Aufträgen. Belohnung E3PO, genau, ist der letzte Ding. Nee, aber ob der uns vielleicht als Belohnung eine Batterie gibt, das hätte ja sein können, so theoretisch. Ja, ich glaube auch, aber. Also ist nur für Ding. Wir müssen aber die Map ein bisschen erkunden, ja. Ja, das machst du. Dann. Und wir. Warum ist eigentlich dein Auftrag bei mir wieder aktiviert? Mach den doch, zack, ich will den nicht. Der halbherzige Harry hat einen halbherzigen Stromkasten aufgelassen. Immerhin war es nicht der viertelherzige Volker. Der viertelherzige. Egal, wenn du die richtige Stecke dafür findest, steckst sie rein, ja. Okay. Nichts daran verstanden, ehrlich gesagt. Stefan? Hm? Lass mich kurz hier hochheben. Ja, oh Gott, wo bist du? Da, okay, ich seh dich so Pi mal Daumen. Oh, warte mal, ich will, bevor du das machst, ich will das ausprobieren. Ja. Bumper? So, nee. Ja, genau, will ich Raincore will ich nehmen. Trotzdem schon mal. Ah, der springt halt nicht so hoch. Springt das... nicht so hoch, ja. Bumper, springt der hoch? Nee, der springt auch nicht höher, safe. Das weiß ich. Oh doch, der springt schon hoch, aber ich sehe den schon. Ja, aber der ist ein bisschen kleiner. In erster Linie. Also bist halt ein bisschen kleiner, weißt du? Ja, aber ich habe jetzt einen riesen Kopf, pass auf. Ich hab's auch so geschafft. Ja. Ich hab's dir nachgeholfen, hat keiner gesehen. Ich hab's auch so geschafft. Ja, keiner gesehen, dass ich dir nachgeholfen hab. Ich hab's auch so geschafft. Das ist geil eingeschafft, ganz klar. Ich hätt's auch so geschafft. Ja. Hörst du auf? Warum stunst du mich? Hab ich? Ich mach dir ja fast gar keinen Schaden. Ja, du hast mich irgendwie gestunt. Schlecht dich. Echt? Das ist noch ein Kabelgestein zum Cheaten. Können wir den cheaten? Das nicht. Wo bist du? Neben dir direkt. Aha. Du bist einfach da hoch. Ja, achso, du kannst dich ziehen. Lol. Ich hab zwar keinen Blaster, aber ich kann mich anscheinend ziehen. Ja. Wollte ich zu eben gerade vorstellen, du hast kein Blaster. So, schaffst du Felix das jetzt? Der ist direkt unter mir. Glaubt er an ihn. Ja, der steht unter dir. Ja, schön. Quatsch ich auch mal. So, und ich kann nicht stunnen. Ich dachte. Ne, kannst du doch nicht. Ah, das war bloß so ausgeschaut. Achso, wir müssen hier mal erkunden, ja. Hier waren wir noch nicht. Bist du auf? Was haben wir denn noch nicht erkundet? Ja, ich weiß ja, das ist so ein riesiger Bereich. Alles! Ich weiß hier nicht, wo es hier runter, wo es hier hoch geht. Stadtkarte. Oh, ich glaube, da ging's nicht. Aber da, wo du bist, da ist, hol mal einen Schrottsammler. Oder, ach Gott, bist doch, du, warte mal, schau mal. Das ist die, ich glaube, da dahinter ist die Dartkarte. Bei dem Kreis. Ja, du stehst blöd. Hallo. Soll ich jetzt draufschießen? Okay. Wird das jetzt gehen? Für das Imperium. Für das Imperium. Nein, ich hab ausgesehen. Nein, so. Ich hab's doch. Damit kann ich weitermachen.
Jawohl, eigentlich für, ich liebe die Republik, ich liebe die Demokratie. Ah, ich liebe so. Was ist mit dir? Davon weiß ich nichts. Ah! Nee, hab ich nicht. Ich so. Im richtigen Bereich etwa, ne? Das ist das Schiff, oder? Datenkarte. Ja, aber also, wo ist der? Was wir kaufen könnten, Stefan. Ja. Ein Pork-Kumpel. Ein Pork wird dir im Kampf helfen, indem er ab und zu deine Feinde mit seinen Mark. Heute ist wohl mein Glückstag. Ja, okay, weiter. Ja, ich jetzt mal, oder? Magische. Baguette-Lichtschwerter. Okay. Wissen wir, Hammer. Hier haben wir. Programmmodus. Dämlich AG, Hammer. Witzige Waffen. Haben wir Regenbogen. Nicht. Das war's. Ich würde fast die Baguette-Lichtschwerter sehen. Machen wir mal die Baguette-Lichtschwerter, oder? Ja. Schon. Braucht sonst keiner. Was hat das? Heute ist wohl mein Glückstag. Wenn euer Druiden komplett technisch ausfindet, sollen wir sich die Maschine ansehen, die ich gefunden habe. Okay, ja, gern. Und wir sind jetzt zurück zu meinem Druiden. Wie macht das jetzt mal, weil es scheint eine Bestie möglich zu sein. Wollen wir uns mit Baguette schlagen? Nee. Findest du wieder. Ich stärke, wenn du aus irgendeinem Grund. Was denn? Oh. Ein seltenes und kompliziertes Gerät, sagt ihr? Soll ich die jetzt hinführen? Hey! Dann bin ich schon fast tot eigentlich. Das ist zweimal jetzt, gell? Aber hier sind zweimal Einstiegobjekte. Weh! Hat die Ringe eh wieder. Folgt dem jetzt, oder wie? Ist das wieder auf? Nein, ist das wieder zu. Ja. Nee, heißt, ich muss den da oben auch wiederholen. Nein, Stefan! Ja, hol. Nee, aber wir haben ja die letzte. Das war die erste, wenn wir das letzte gefunden haben. Ja. Also wenn da eins ist. Ja, oh Gott, wo denn? Das weiß ich doch schon wieder nicht mehr. Hier reingehen. Weil das wird ja auch hier in der Nähe irgendwo sein. Ich meine, das, die werden sind nicht unmenschlich, die Leute hier. Das Spiel Hallo. Gemacht haben. Hä? Aber doch, eigentlich schon. Ich hab die unmenschlich. Vielleicht. Ach, wo war der? Doch irgendwo. Mich verwirren die Lichter gerade lustigerweise, aber. Folg mir! Komm ich da auch. Normalerweise lasst. Eine imperiale Patrouille, was soll das denn? Normalerweise lasst mich in Ruhe. Ja. Ich werde kein Aufsehen erregen. Finde ich nicht. So. Komm mit. Komm halt mit. Den da. Aber hier geht's irgendwie irgendwo rein. Da oben irgendwo. Wie geht's da hoch? Ah. Doch ist hier, oder? Guck mal, da in der Mitte ist einer drin. Mit Buckets verprügeln. Das ist lustig. Wo ist er? Nicht mein Druide. Oh. Gut, das ist erledigt. Jetzt schnell zur Maschine. Ja. Das ist besser. Welche Maschine? Ja, wir sind gerade übrigens wieder super unterhaltsam, glaube ich, weil wir einfach ja, nichts sagen. Ja, es ist ja auch anstrengend. Ja, wo ist er denn jetzt? Ich kann mich natürlich drüber aufregen, dass er mir nicht folgt. Also, ja, tut mir leid, wenn wir gerade wieder mal nichts sagen. Stefan, ja, warum bist du nicht so verwirrt? Okay, ich bin unterhaltsam, weil ich kann eh nichts. So, du Arschloch. Hey, ihr seid zurück und mit eurem Druidenkumpel. Hier ist das besagte Ding. Okay. Könnt ihr es knacken? Voll für das. Es gibt kein Gerät in der Galaxie. Was ist das für ein Tech-Spahn? Ah, der Tech-Spahn, das ist der Bruder von Jens Spahn. Eins, wo du nicht den Schlüssel könntest. Das ist aber kompliziert. Mal sehen. Ah, fertig. Wie, du hast das jetzt echt geschafft? Leute. Das ist ein Selbstverteidigungssystem. Ich tu dir nichts. Ihr habt es repariert.
Und diese Plattform meinen ja auch noch raus hier, oder? Banter-Snack-Automat von Tatooine 10 portieren wäre eine blöde Idee gewesen. Warte, es gibt hier keine Banters. Was? Eines kann ich den drücken. Kommen noch mehr Snacks. Automat zur Ausgabe von Dörfleisch. Oh, die Schande. Wenn die anderen Druiden davon hören, verbiegen sie ihre Schaltkreise vor Lachen. Ja. Ich find's auch schlimm. Ihr dürft niemandem davon erzählen. Im Gegenzug für euer Schweigen begleite ich euch. Vielleicht finden wir irgendwo eine echte Herausforderung, finde ich. Spannend. Doch, ihr habt die Mission abgeschlossen, ha? Huh? Muss nicht mehr mit ihr reden. Passt doch. Viel wichtige Frage. Kann ich hier Banter? Hallo? Es ist doch eindeutig Banter, das ist Banter Snacks. Ich war zu lange. Hier ist die Batterie. Das geh raus. Stefan, ich war gerade zu langsam. Eine Sekunde zu langsam. Das ist ja tragisch. So. Es ist halt wirklich tragisch, weil ich den Kleber gestanden habe. Verpasst. Jetzt habe ich wieder Zeit verloren dadurch. Weil ich glaube, das war jetzt auch schon wieder. Ja, das sind mehr Parts, Felix. Ist alles okay, ist mehr konnte. Ach, Mann. Schlüssel zu den Wolken. Ganz klasse. Hast du den Kleberkristall mit den Energiezellen-Dingern? Nee, das war was komplett anders, ehrlich gesagt. Also. Jetzt hör auf zu tanzen. Ruhig, oh, schön, ich kann blitzen. Auf und zu. Naja. Was ist mit ihm jetzt? So. Ich würde sagen, dann können wir den jetzt kaufen. Der letzte Protokolldruide, Felix. Der allerletzte. E3PO war ein Protokolldruide, der für das Galaktische Imperium entwickelt wurde. Aufgrund des einzigartigen Schnittschnellenmoduls, das installiert wurde, entwickelte E3PO eine eher versnobte Persönlichkeit. Während seines Aufenthalts auf Bespin traf C3PO auf sein imperiales Gegenstück und wurde ziemlich rau empfangen. Das glaube ich. Aber ich finde den hier cool. Sieht das schon cool aus. Eitris Wagner, das weiß ich nicht. Oder der schaut doch geil aus. Sagen wir mal. Die Dings da, aber der kann leider auch nichts. Hilfe! Ach so, ja, okay, jetzt kapiere ich das so. Ich bin schon dumm. Ich muss das alles abballern in der Zeit. Ja. Junge, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Dinge, die ich abballern muss. Ja, dann mach halt. Endlich mal eine Herausforderung für dich, Felix. Wenn das hier wieder. Endlich mal eine Herausforderung für den Felix, oder Leute? Sagt er auch. So, let's go. Ich hab Vertrauen in dich. Auf geht's, schieß. Ja, mach drauf, da, zack. Ach so, wenn's läuft. Wie, das muss auch noch offen sein. Das ist sehr, sehr langweilig. Aber ich glaube daran, dass Felix diese Stadt retten kann. Ah, ich triff das doch. Oh. Alter, Felix. Destroy. Ich dachte, das ist jetzt eine Herausforderung, mal. Gar nicht darüber aufgeregt. Ja, wo ist mein Kalbestand? Da. Schielscheibe. 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 Ist so, ziemlich lustig. Gut, aber wir haben immer noch nicht die letzte Kapsel. Nee. Und wie die sein könnte. Die letzte Kaffeekapsel verbraucht, meinst du? Ja. Ah, würde ich auch mal sagen. Hier sind ein paar Sturmtruppen. Hier sind ein paar Sturmtruppen. So. Kurz weg einfach. Ah, ich bin jetzt da, wo du bist. Ein paar Headshots. Oder wie? Nee. Jetzt kann ich hier rein. Okay. Aber jetzt kriegt wir wirklich das, was. Aber jetzt gerade echt den markiert, den du markiert hast? Wo du jetzt warst? Dini? Wahrscheinlich. Wow, ja, weil ich dich auch nicht auf der Map gesehen habe, logischerweise, weil du im Raum warst. Oder? Ja. Ich glaube schon. Hey, wait, den gibt's aber noch. Junge, was ist denn hier? Hast den Kyber-Kristall jetzt schon cool? Ja, den Kyber-Kristall hat er total cool. Ja, aber. Wollte ich aber trotzdem. Ich hab hier Gegner bei mir. Nee, muss ich bloß woanders. Muss ich woanders rein, oder? Oder war ich da jetzt gerade? Ja, war ich doch gerade, oder? Oder bist du da jetzt drin? Warum? Ich bin da drin, genau da drin bin ich jetzt. Da. Ah, hilf dir mal. Und warum? Weil hier ist noch einer. Ein Schiff ist hier auf jeden Fall. Ja, aber hier ist auch noch. Das sind so kleine Knöpfe. Wir können hier. Ich muss hier. Muss ich hier durch wegen Kabelkristallen? Wo ist er denn? Ich habe jetzt Strom gemacht. Okay, und was müssen wir jetzt tun? Sturmtruppen in der Zeit töten.
Teile getötet. War auch klar. Ist eigentlich nicht so schwer. Ich meine, wir töten uns eher gegenseitig, aber sonst. Nein, ich bin rausgelockt. Gut gemacht. Welches Kraftfeld eigentlich? Keine Ahnung. Das ist ehrlich gesagt. Irgendwie. Hey, Mann. Ja, du machst das schon. Ja, ja. Jetzt. Jetzt wirf den doch mal auf deinen Kollegen. Aber. Ja, genau, jetzt bin ich auch mal raus. So schlau bin. Ich dachte gerade schon. Ah. Ja, es geht doch. Aber ist hier nirgends so ein Kalberkristall? Warum hätte ich dann hier rein sollen? Ah, ich gehe da auch mal wieder durch. So, weiter unten hier ist auch noch ein Turm. Aber der ist da immer noch. Oder? Hier ist einer. Hier unten kommen wir auch nochmal rein. Hier auf der falschen Ebene? Achso, hier kann ich nur noch einen Druiden haben. Maske auf. Warum hast du eine Maske auf? Ja, ich hab doch eine Maske auf. Warum kann ich hier nicht mit Elfes Nest rein? Ist noch ein Kalbergestein. Okay, ich glaube, es hat zweimal einfach den Pfeil abgebrochen und ich dachte zweimal, ich muss in Räume rein. Ich Genie. Also. Was muss ich da machen? Bisschen basteln wahrscheinlich. So, nur ein bisschen Rohrverlegung, oder? Kriegst du doch hin. Ja. Bist doch Rohrmeister, oder? Ja. Nein, muss jetzt nicht einfach nur jetzt mit den 5 Knöpfen machen. Ist wieder Zeitbegrenzung hier. Die bleiben wahrscheinlich, das hilft nicht. Achso. Okay. Kann ich C3PO machen? Ich glaube, es ist ganz unmöglich. Ah, hier! Das kann ich verwenden. Ah, ich kann den Lieden hier rausholen. Den kann ich. Da kann ich nur den einen Lieden auswählen. Fluide, ich glaube schon, oder? Ich weiß es nicht. Ich kann nur den einen auswählen. Okay. Ja, bringt das was? Mit C3PO selber kann ich mich ja auch auf zwei Sachen draufstellen, weil ich mich ja aufteilen kann noch. Ah, ich kann hier was bauen oder was? Ich habe aber immer noch zwei Sachen. Da ist noch ein Druide dran. Guck mal, den kann ich noch. Ach! Holen. Jetzt vielleicht. Der kann sich bestimmt auch aufteilen, oder? Die teilt man sich auch mit B, oder? Ja. Ja. Na, hier, ja. Dann kann ich mit dem darauf gehen, dann kann ich mich selber auch nochmal aufteilen. Mit dem Teil darauf gehen. Was wollte ich nicht? Hä? Ich kann den Super Gong auswählen, wenn ich aufgeteilt bin. Ich kann Gonki spielen. Stefan. Ja, ach lol, ne, jetzt hab ich's nochmal verschissen. Ich konnte gerade Gonki spielen. Wie Gonki spielen? Ja, hier, ich bin Gonki. What? Why? Weil ich mit der Treppe aufgeteilt bin. Was? Keine Ahnung, ich kann Gonki spielen. Alter, ich hab einfach gehackt. Das ist unser schönster Tag. Ich bleib jetzt Gonki. Nein, jetzt bin ich wieder. Wo ist Gonki? Nein, ich komm gleich wieder drin Gonki spielen. Oh. Aber ich sehe Gonki ist auch nicht mehr bei mir, also. Nochmal bauen? Das oder? Gonki bei dir? Glaube nicht. Nee, das ist nicht. So. Nein! Wie geht es denn nochmal links hin? Och man, ey, ich konnte gerade kommen. Ich versorg schon wieder her. Das sind wir schon gewohnt. Ja, eigentlich schon, ne? So, nehmen wir mal den Kalberstein. Das ich mir jetzt mal vor. So. Also, ich muss sagen, Bestman ist jetzt. Von der Struktur her bis jetzt für mich der verwirrendste Planet, weil es echt nicht. Ja, wirklich. So, ich bin so orientierungslos hier. Ich meine, dass hier Lichter überall sind, steuert ein bisschen dazu bei, dass ich nicht so wirklich weiß, was hier abgeht. So.
Jetzt warte mal, jetzt muss ich das immer lesen. Wo geht's da weiter? Das ist jetzt das Verbindungsstück. Genau, da geht's jetzt durch und jetzt geht's rüber, oder? So, jetzt müsste aber geradeaus weitergehen. Nicht mal die dunkle Seite der Macht. Okay. Damit habe ich das jetzt links. Dann kann ich hier den Energiestoß. Ja, das ist nicht geschafft, sich rechtzeitig zu muten. Da habt ihr den schönen Nieser. Weil, wie, ich weiß mal, ich mute mich dann nie, ich will immer das Mikrofon, weil es dauert zu lange mit Tastatur so weg. Ich tue immer das Mikrofon ruhig, da hatte ich was geschafft, scheiße. Achso. Sorry. So, und jetzt habe ich den endlich. Hey, hey, hey. Eigentlich wie schwer angestellt, oder? Jetzt geht's nochmal rum. Verarschen. Wo gehst du jetzt nochmal hin? Boah, close. Als ob du das schafft hast. Ja. Nein, bitte verkackt. Close, hä? Oh, jetzt hat er, oder? Nein! Da fehlt was, oder? Geschafft. Ja. Ich hätte es nochmal da rechts bauen müssen, no! Oh, das macht so Spaß, dem Stefan beim Versagen zu sehen. Oder schreib's mal in die Kommentare, wenn das Spaß macht. Ja. Ach, komm schon. So. Ach Gott. An sich finde ich das cool, aber ich check's halt immer nicht rechtzeitig. Aber jetzt so sicher, es ist lang. So, jetzt bist du da durch, perfekt. Wenn ich so wenig nicht genug Zeit gehabt hätte. Ah, Mann, ja. Blöd versorgt wieder. So, aber jetzt. Halleluja. So, wie heißt er? Kabelparat. Kabelsalat, Kabelparat. Was soll ich mit dir reden? Jetzt hör auf zu weinen. Hör auf zu weinen und tanz mit dir reden. Mein Astromech ist abgestürzt, als er ein Schiff von Utapau zurückgeflogen hat. Seitdem haben wir nichts gehört und er taucht auch nicht auf unseren Stern. Stefan, wie komme ich? Er muss auf einem einsamen, unbewohnten Planeten gelandet sein. Ich muss auf einem einsamen, unbewohnten Planeten gelandet sein. Ich glaube, Daugebo. Wir müssen den kleinen Zisper einen neuen kaufen kann. Willst du meine Hilfe? Nö. Kein Post. Hallo, warum darf ich nicht mit dir reden? Irgendein Idiot hat sein monströses goldenes Schiff in eine der oberen Plattformen gerammt. Diesem Wahnsinnigen gehört doch der Pilotenschein entzogen. Und das Schiff sollte man einschmelzen und was Schönes draus machen. Zum Beispiel Neros goldenen Palast draus bauen. Domus Aurie. Warte. Wait. Boom. Fuck. Wie heißt's? Ich meine, auf Domus auch, ja. Tja. Naja, also ich weiß nicht, was hier mit meinem Kabelgestein ist, wie ich den kriege. Deswegen würde ich sagen, beenden wir an dieser Stelle einfach. Wie heißt denn der goldene Palast von Nero auf Latein? Fuck. Jetzt schwören könnte Domus auch hier, aber gibt doch keinen Sinn, oder? Ah, das Haus ist Singular. Oh, das ist ein Knopf. Und Aurea ist Neutron Pluche. Schlau, Felix. Ich schau jetzt kurz nach, Leute. Bevor wir den Part beenden. So, ich hab mal weil man soll ja das. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ob du das genau gelesen hast. Aber die hat ja gesagt, man soll das goldene Schiff einschmelzen und was Schöneres daraus machen. Ja. Doch, es heißt Domus Aurea. So wie Alea Jagte ist, dass man beim Neutrum. Okay, komisch. Egal. Auf jeden Fall, Domus Aurea sollte man daraus bauen. Wir werden uns nächsten Part, vielleicht, wenn wir das Schiff finden, einen goldenen Palast bauen. Oder Felix? Ja, würde ich sagen. Machen wir. Bis dahin würde ich sagen, möge die mal bitte sein. Ja, Servus.